Ich koche jetzt den Papageien. Leider Gottes. Ich muss mal, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, das wäre ein bisschen brutal. Ich wähle keine. Und ja. Das hätte ich ja auch nicht anders gewollt. Tun ich es denn? Komm nicht, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Hier brauchen wir gar nichts mehr. Ja. Irgendwie. Ja, was weiß ich denn? Ich weiß, dass ich einen Funkspruch einleiten muss. Ich weiß, dass dafür die Post auf sein muss. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Und hier runtergehen kann ich nicht. Hier ist eine Säule. Wahrscheinlich kommt jetzt. Ich quäle kann. Und ja, sorry. Ich drücke mal da zweimal hin. Scheiße. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Das Rodeo brauchen wir an sich nicht mehr. Hehe, das könnte ich den ganzen Tag machen. Jetzt ist er wieder betäubt, toll. Wir sehen betäubten Papageien. Oder wir bringen den betäubten Papageien zum Gizmo. Sie hat mich nicht. Dann gehen wir mal zum Gizmo. Und gucken, ob der einen betäubten Papageien haben möchte. Also, ob der sich vielleicht um den kümmern kann. Das wäre ja cool zu wissen. Gizmo hat meine Philosophie unterbrechen. Ja, aber. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Damit sie einen zum Reden hat, ich weiß nicht. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und... Aber ich behalte... Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Der soll also irgendwas auslösen. Ich weiß nur nicht was. Jetzt habe ich überhaupt gar keinen Fuß, Hand und Fuß, ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass ich die Post aufbekommen muss. Ja, aber ich weiß nicht wie. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Boah, ich hasse telefonieren. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Können wir noch irgendwas in Brand setzen? Wenn es das Haus oder so? Nehmen so die... Ne? Oder die Notrufsäule? Kein Grund, Alarm. Ich habe... Boah, irgendwie müssen wir die Post aufbekommen. Probieren wir einfach die Poststelle aufzubrechen. Anscheinend, das geht nicht. Oder ich... Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder alles schon... Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Das sitzt auch so schon... Das ist auch so... Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich... Also, das Erdmagnetfeld funktioniert. Kein Grund nachzujustieren. Oder... Wow, alleine von den... Nicht kleckern, sondern ich persönlich... Lieber nicht. Nicht doch. Er könnte irgendein...
könnte irgendein Unheil anrichten. Ich weiß noch nicht was. Wir haben hier noch einen Fernschreiber. Vielleicht ist das ja der Adapter. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Diese Technik ist voll für die Katz. Ich habe lange genug, jetzt heißt es, wofür ich alle... Vielleicht ist es auch dazu da, um den Papageien, um den Typen wieder... Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand an? Oh Mann. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Ja. Und jetzt vorsichtig. Haha, lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Der war gut. Der war wirklich gut. Er ist und bleibt ein Penner. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Wir haben eine Funkuhr, vielleicht ist das... Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Also, das Erdmagnet... Was mache ich denn jetzt mit einer Uhr? Oder... Nicht nötig. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Das muss nicht umgefüllt werden. Au, jetzt habe ich blödes Teil. Ich habe eine Uhr. Ich habe eine Uhr. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? So richtig geil. Ich habe eine Uhr. Ich habe eine Uhr. Poststelle. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Oh nein. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungserror. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr.
Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Darf ich in den Tresorraum? Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knicker und das... Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Was? Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch. Aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Bis später. Oh Gott. Ja, wir gucken uns mal um. Haben wir dann Ersatzkatzenschublade? Fehler. Dann halt nicht. Ich denke mal, wir müssen den ein bisschen ausschalten, aber wir gucken uns jetzt erstmal um. So, hier haben wir eine Klappe. Eine Katze. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Renn, Katze, renn. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Oh mein Gott, das ist ja mal so Tierquälerei. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Wo sind denn wir jetzt? Oh mein Gott. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Okay. Dann haben wir noch den Telefonisten. Er sieht ziemlich relaxed aus. Hey, huhu, hallo. Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir das Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Guck mal, wie süß hier sitzt ein Hundi. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Was? Kann ich funken? Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück.
Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Ha, willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ich gehe dann mal. So, mach so? Das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. So, so. Ein Postschrank. Wir haben ein Erdmagnetfeld. Aha. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Können wir den nochmal... Hey, huhu. Hallo. Ja? Was war das mit den... Du meinst die Tat... Ist das nicht... Ja, das ist... Ich gehe da... Mach da... Du solltest eigentlich... Sehe ich genauso. Wir müssen das irgendwie auslösen. Hier, ich hab... Damit kennt sich der Kerl doch das Einzige... Und in diese... Der Punkt ist... Entschuldigung, wenn ich sowas einfach wegmache. Das ist so irgendwie so... Fehlschlag. Aber was ist denn hier? Postbote, hallo. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Also vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh Gott. Oh no. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr. Die dachte, die fliegt jetzt falsch. Das ist jetzt irgendwie nicht aufgegangen, wie ich das haben wollte. Das ist jetzt irgendwie, ne. Vor allem, wie komme ich hier oben hin? Das verstehe ich gar nicht. Fehler. Dann halt nicht. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Ich will das nicht verschicken. An wen? Der Einzige, der... Die muss ich nicht kreuzen. Muss ich das vielleicht noch einstellen? Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen.